Hallo zu meinem heutigen Video. Heute möchte ich euch eine Internetseite vorstellen. Ich habe diesen Tipp selber auch von einer Linux-Seite, Internetseite. Und zwar geht hier einfach auf argnum.org Backgrounds oder ihr es reicht, wenn ihr argnum.org schreibt. Und dann kommt ihr auf diese Seite. Es sind sehr viele Background-Grafiken hier zu sehen. Ich tue mal einfach hin und her schalten, das seht ihr. Und diese Backgrounds sind frei verfügbar. Die könnt ihr selbst auch ein bisschen editieren, euer eigenes Logo einbauen oder in der Farbe ändern oder andere diverse Dinge. Und ja, jedes einzelne Bild hier runterzuladen ist natürlich sehr mühselig. Dazu nehmt ihr das FTP-Programm FileZilla. Ich habe es hier auch. Und gibt hier oben bei Server FTP Gnome.org ein und Benutzername Anonymous. Da braucht ihr also als anonymen Benutzer und sagt auf Verbinden. Das tue ich jetzt mal. Und hier in der obersten Ebene geht ihr in den Ordner Public Gnome, in den Ordner Team. Ja, ich habe mich vertippt. In den Ordner Team. Und hier in argnum.org und hier habt ihr den Ordner, da ist Backgrounds. Bevor jetzt ihr anfängt, hier diese ganzen Bilder auf euren Rechner zu ziehen, geht in die FileZilla-Einstellung, Bearbeiten, Einstellungen und hier bei Übertragung, bei maximale gleichzeitige Downloads, nehmt das bitte auf 3, nicht, dass ihr dann irgendwie einen Server lahmlegt oder euch selber. Das wäre sehr wichtig. Sagt okay. Und jetzt könnt ihr in einem beliebigen Verzeichnis, ich gehe mal hier in mein Bilderverzeichnis, wenn ich jetzt auf Anhieb finde, vielleicht gehe ich dahin. Ich suche mir ein Verzeichnis und dann werde ich diese Bilder einfach auf meinem Rechner ziehen. Und ja, ich hoffe, dieser Tipp war hilfreich und ihr könnt das damit anfangen. Bis zum nächsten Video.